Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zur Schlacht um Mittelerde 2 Liga 2024. Wir sind angekommen bei Runde 4, Spiel 10. Aragone gegen Raptor. Raptor hier in Blau mit den Menschen auf der rechten Seite des Spielfeldes und mit den Elben. Aragone in Rot auf der linken Seite. Oder Aragon. Ich sag Aragon. Ich glaube, ich sag Aragon. Kann ich mir besser merken. So. So, ja, die ersten Rohstoffgebäude sind platziert und beide Baumeister hier sind schon am hin und her wanken und bis zur nächsten Baustelle spazieren. Ja, der hat sich's anders überlegt oder wo geht der hin? Der weiß es nicht so richtig. Ja, okay. Er baut die Kaserne. Sehr schön. Ja. Hier wird eine Kaserne etwas versteckt platziert. Raptor hat sich hier für den Wald entschieden und Aragon für die Weitsicht. Ja, die Zeit läuft auch, habe ich heute nicht vergessen. So, gut, da hätten wir den Anfang schon mal erledigt. Inzwischen stehen hier drei Gehöfte und die Kaserne. Ja, und hier kommen als erstes Turmwachen wahrscheinlich zum Creepen. So, wie sieht's auf der anderen Seite aus? Ja, hier kommen zuerst die Schwertkämpfer. Da haben die es bestimmt dann auf Wirtschaftsgebäude abgesehen. Na, okay, hier werden dann wahrscheinlich schon die Rohstoffgebäude platziert, damit man so halb hier scouten kann. Damit man hier so sehen kann, was hier rüberkommt und was nicht. Smarte Idee auf jeden Fall. Da kann man schon einiges einfangen. So, hier gibt es ein weiteres Gehöft. Und die ersten Turmwachen sind ja auch am Start und sind schon drauf und dran, hier die Waage zu töten. Ja, mal schauen, wie sich hier die Menschen gegen die Schwertkämpfer behaupten können. Hier wird bestimmt das ein oder andere Gehöft fallen, aber die ersten Bogenschützen sind auch schon da. Und die nächsten werden ausgebildet. Vielleicht gar keine so schlechte Idee, direkt auf Bogenschützen so und vielleicht Waldläufer und Feuerpfeile zu gehen. So, hier gibt es schon das erste Aufeinandertreffen. Und da ziehen sich die Schwertkämpfer vorerst ein Stück zurück. Haben sie eingesehen, ist Quatsch. Und die nächsten Bogenschützen sind auch schon am Start. So, was sehen wir hier oben? Weitere Schwertkämpfe. Und hier gibt es die zweite Kaserne, die doch recht offensiv platziert wurde und auch dementsprechend entdeckt wurde. Ja gut, die wurde jetzt abgerissen. Mal schauen, ob der Baumeister daran glauben muss. Okay, der baut hier jetzt so ein Mauerstückchen. Die rennen noch ein Stückchen weg und hier unten wird ein bisschen Druck aufgebaut. Atomwacher Stufe 2. Können eigentlich fast schon hier ein bisschen auf die Kaserne gehen eigentlich. Gut, jetzt wo die Bogenschützen rausgekommen sind, weiß ich nicht. Aber eigentlich, oder? Ja, macht das sogar. Sehen wir mal, ob das Ding hier hält oder nicht, aber das scheint, ja, zu fallen. Stark. Auf jeden Fall großen Schaden angerichtet. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt hier mit den Turmwachen. Jetzt kriegen sie vielleicht noch ein Gehöft, aber auf der anderen Seite sieht man hier auf der Map. Da geht Aragon hier durch. Ein Schwertkämpfer ist noch übrig geblieben. Ja, und jetzt wird hier wahrscheinlich auch das Gehöft fallen, bevor die anderen Bogenschützen hier rauskommen. Aber hier kommen zwei Soldatenbataillone raus. Aber da werden sich wahrscheinlich die Bogenschützen dann gut drum kümmern. Außer er lässt sie sich jetzt hier trennen. Das ist natürlich für ihn nicht ganz so. Die haben es noch auf den einen Soldaten hier abgesehen. Den wollten sie unbedingt noch haben. Ja,
Das Gehöft fällt auch. Ich glaube, es ist auch ziemlich gut, so ein Gehöft so nah an der Festung immer zu zerstören, weil die ja eigentlich am längsten stehen bleiben. Dann auch sozusagen am meisten Rohstoffe generieren. So, Stufe 2 Soldaten gehen bestimmt hier auf den Alonbaum auch noch, oder? Na, man weiß es nicht. Das lässt er sich bestimmt nicht nehmen, oder? Ja. Aber ob er denn kriegt, ist die Frage. Doch, schafft er, oder? Oder? Schafft er nicht, schade. Für ihn. Ja, ja. Aber gut. Im Endeffekt hätten ja jetzt die Bogenschützen auch noch mit drauf schießen können einmal. Und dann hätten sie ihn vielleicht auch gekriegt. So, da hat die Weitsicht reingeknallt. So, ah ja. Raptor hat trotzdem hier seine Kaserne nochmal aufgebaut. Interessant. Ja, cool. Dass das so funktioniert hat. Eine zweite Kaserne ist ja auch wieder am Start. Was passiert hier? Okay, die Stallung. Nun gut. Ja, die Turmwachen werden hier wahrscheinlich nicht so viel reißen können. Ja, hat er gehört. Er könnte auch eigentlich weiter creepen gehen mit den Turmwachen. Hier ist ja noch relativ viel, was man mitnehmen kann. Ja, so wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd aussehen hier für die Turmwachen, ob die das hier noch schaffen, rechtzeitig irgendwo hinzurennen. Naja, doch. Wahrscheinlich werden ein paar... Nee, das wird wahrscheinlich niemand überleben von denen. Das Bataillon wahrscheinlich nicht. Naja, das Stufe 2 Schwertkämpfer-Bataillon auch nicht so verkehrt hier. Aber die Bogenschützen machen hier einen guten Schaden. Ja, und hier oben geht's auch weiter. Beide Parteien hier sammeln schön Truppen an. Ne? Also es ist fast gleich auf. 360 zu 380. Fähigkeitenpunkte eigentlich auch gleich auf. Was sagen die Rohstoffe? Ja, okay, da sind die Menschen des Raptor ein Stückchen vorn, aber minimal. So, mal schauen, ob er hier jetzt seine Lanzenträger noch ein Stückchen zurückzieht. Ja, scheint so. Jetzt sind die ersten Reiter auch da. Die werden erstmal hier hinten versteckt, damit man wahrscheinlich dann schön über sowas hier drüber reiten kann. Denn die Turmwachen sind jetzt noch nicht weit nach vorn gekommen. Die haben sich eher ein bisschen zurückgehalten. Okay, der Malonbaum hier wird noch fallen. Die Bogenschützen. Jetzt sind sie hier dann dran vorbeigeritten. Okay, na gut. Nimmt sich am Ende auch nichts. Aber das wäre natürlich jetzt ziemlich krass, wenn sie hier einfach mal durchschießen würden. Da gibt es schon ordentlich Schaden. Wie sieht es denn hier in der Base aus? Okay, da hat sich noch nicht so viel getan, deswegen gucken wir mal jetzt hier weiter. Inzwischen sind die Turmwachen hier auch angekommen und haben aufgeschlossen. Ja, die Gondor-Soldaten kriegen das eigentlich dann bestimmt gut abgewehrt. Aber dieses Micromanagen, ne, das würde mich ja so anstrengend. Mal gucken, was hier noch für Fähigkeiten. Ja, okay, da wird auf die Stufe 10 gegangen. Okay, die Gondor-Soldaten, denen war es ja völlig egal, dass sie die Lanzenträger gewesen sind. Boromir ist ja auch inzwischen angekommen. Die Turmwachen kriegen das jetzt nicht mit. Aber Tom Bombadil ist am Start. Und der knallt natürlich ordentlich rein. Da ist einiges gestorben. Aber die Kavallerie konnte hier auch, naja, gut, zumindest Schaden austeilen. Die Frage, was sagen denn die Rohstoffe hier? Er hat auch einen Tom. Ja. Hat auch gut platziert hier. Tom gegen Tom. Das sind die Plays, die wir sehen wollen. Ja, nicht gestorben, aber auch gut Schaden zugefügt. Und hier hinten sind ja auch einige Truppen, ne? Einige Bataillone hier noch am Start. Ja, da hat es schon wieder ein paar erwischt. Die Bogenschützen, denen ist alles so ein bisschen egal. Aber Stufe 4 auch schon hier, ne? Auch krass.
Stufe 4 Bogenschützen. Ich bin Legolas aus dem Waldlandreich. Und der hat sich ja selber vorgestellt. Legolas ist jetzt auch da. Wo ist Boromir? Ach ja. Der ist schon Stufe 4. Der wird wahrscheinlich jetzt gleich seinen Horn einsetzen. Aber Legolas juckt das, ich glaube, relativ wenig. Ich habe Angst. Mal gucken, ob er den. Den hat er Glück gehabt. Den Boromir konnte er nochmal sichern. Ja, die Gondor-Soldaten sind jetzt eine gute Ablenkung hier. Da kann er wenigstens seine Einheiten zurückziehen und jetzt hat er auch schon Waldläufer. Ja. Ansonsten, die Kasernen sind alle noch am Start. Ja. Hier könnten eigentlich noch ein paar Rohstoffgebäude platziert werden. Hier geht's weiter. Die Gondor-Soldaten könnten sich ja auch hier gut leveln eigentlich. Ja. Ach hier, Legolas auch. Immer noch schießt drauf. Das kennen wir ja von den Elben. Schön aus der Entfernung immer schön drauf schießen. Gut. Ja, jetzt gehen sie hier auf die Rohstoffgebäude. Okay. Jetzt wird hier gecreept, auch schön. Ja, dann sieht's doch ganz gut aus. Armeen bauen sich wieder gegenseitig ein bisschen auf. Versuchen sie hier Legolas so ein bisschen einzufangen, oder? Er hat schon ordentlich Schaden gemacht, ne? Schon Stufe 2. Jetzt geht's hier unten der Kaserne an den Kragen. Na, die Gondor-Soldaten hier. Der Baum kam erst später dazu. Boah. Legolas ist reingelaufen hier, Junge. Hochmotiviert. Der Bursche. Sehr gut. Oh ja, das hat mir getan. Das ist von den Waldläufern der Pfeilhagel, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Die sind alle gestorben, das scheint. Hat er auch darauf abgesehen, dass er die Waldläufer da wegbekommt mit diesem Falken. Todesaugenangriff hier und was weiß ich nicht. Hat auch schon gut Schaden machen können. Die Bogenschützen, boah, kriegen jetzt auch auf den Latz. Ja, da muss er sich zurückziehen. Da hat er hinten nicht gut genug aufgepasst, aber er konnte mittlerweile hier auch die Waage töten. Kommen Waldläufer hinterher. Die Bannerträger hat er auch schon. Mal gucken, ob er dann auf Feuerpfeile geht. Mittlerweile Stufe 5 Bogenschützenbataillon, die machen natürlich auch ordentlich Schaden, ne? Boah. Oh Gott. Das. Ja. Aber den Pfeilhagel könnten sie ja trotzdem noch nehmen, oder? Ja, gut, okay. Ich glaube, er muss jetzt auch auf, langsam aber sicher auf Kavallerie gehen. Hier kommt Theoden, die Hobbits. Warum Theoden? Theoden habe ich, glaube ich, so einem Game hier noch gar nicht gesehen. Die Adler kommen, krass. Hobbits, ah. Vielleicht wäre eine 15er Fähigkeit dann auch besser gewesen. Was macht denn der hier? Oh. Der Buff. Schaden. Und so ein Kram. Das Kriegsglück wendet sich gegen mich. Was ist denn hier Legolas? Ach ja, okay. Er lebt noch. Was macht eigentlich Theoden für einen Schaden? 143. Na, also ich glaube nicht schlecht, so einen Kavalleriehelden hier mal reinzubringen. Gott. Liegt aber auch ganz schön offen. Das überlebt er nicht mal. Oh Gott. Das ist natürlich auch jetzt unangenehm. Die Adler sind auch ewig lang da, ne? Das ist halt auch krass. Genauso wie die Ents. Ui, hat sie viel erwischt. Ja, hier ist die Kavallerie von Raptor. Aber ja, die Adler sind halt krass. Und da hat Aragorn hier die Möglichkeit, nach vorn durchzudringen. Dann noch mit den Düsterwaldbogenschützen. Die knallen natürlich hier in solche einfachen Einheiten, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, schon ordentlich rein. Legolas Thranduil als Helden, im Gegensatz zu gar keinen Helden, boah, schon hab ich. Da bleibt die Stellung, ich glaube, auch nicht lange stehen.
Was ist das? Sehe es nicht. In meinem Umbaum, okay. Jo. Ballon gehen weg. Er hat sich wieder für Theoden entschieden. Hat er irgendwas übelst krasses? Außer diesem Buff, da wäre doch Eomir eigentlich besser gewesen. Oder? Oder nicht? Weiß ich nicht. Ist Theoden vielleicht billiger? So, Tranduil wird jetzt auch ordentlich leveln. Genau wie Legolas. Weil die ja aus der Ferne so viel Schaden machen können. Ja, da hat er sich eigentlich so die Map-Kontrolle gut geholt. Da passiert auf Raptors Seite gerade nicht ganz so viel. Drei Baumeister. Also hier wird eine Schnellstellung gebaut. Ein paar Gehöfte könnte er noch dazu bauen. Würde ich behaupten. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. Aus welcher Entfernung hier noch die Einheiten fallen. Junge, Junge, Junge. Boromir mittlerweile auch wieder am Start. Was geht hier oben ab? Ja, okay, ich glaube, das wird es auch mit der Kaserne gleich gewesen sein. Die Helden sind so schnell auch unterwegs. Die können sich immer so gut zurückziehen. Und hier einfach alles wegschießen. Da kann er eigentlich wirklich bloß mit dem Horn von Boromir arbeiten, dies dann und dann mit der Kavallerie drüber reiten. Ich glaube, ansonsten wird's schwierig werden, da dann groß noch einen Anschluss zu finden. Drüber reiten, über die Bogenschützen und dann auf die Helden gehen. Ich glaube, das wäre so der Way to go, wenn das klappen sollte. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja, oder mit Tom Bombadil, auch gut. Aber da hat er natürlich hier noch ordentlich Leute am Start, ne? Den Tom Bombadil haben natürlich ja beide. Boromir schon wieder gestorben. Ja, für dieses eine Mal so den Boromir zu holen, weiß ich halt auch nicht. Aber die Idee war schon mal gut. Oh Gott. Das Ding hier hat gar nichts gebracht. Ja, da hätte er wahrscheinlich noch ein paar mehr Einheiten zusammensammeln sollen. Damit er mit dem Tom dann besser arbeiten kann. Weil so rennt er jetzt auch nur hinterher. Aber vielleicht kann er die dann noch ein bisschen in die Enge treiben. Jetzt wo er sieht, dass hier die Kavallerie unterwegs ist. Vielleicht. Weil Lanzenträger hat er hier keine. Ja. Aber gut, die töten die halt auch nicht. Das komplette Bataillon gestorben. Ach, herrje. Das ist natürlich, das tut natürlich ordentlich weh. Das ist ja krass. Weil die hier so gesteckt langgelaufen sind, um Gottes Willen. Ja, krass. Wo kommt der denn her? Ja, die Kaserne hier ist gleich weg. Ja, es sieht trotzdem nicht ganz so gut aus hier. Für Raptor. Das muss man einfach so sagen. Ich glaube, die Verluste waren dann zwischendurch zu groß. Theoden stirbt doch jetzt auch schon das sechste Mal oder was weiß ich. Ja, und hier sieht man ja schon alles mit Malonenbäumen vollgeknallt. Da kommen auch Rohstoffe ordentlich rein. Die Einheiten sind halt auch nicht billig, ne? Die Heilung wurde gerade genutzt. Und Tranduil kann ja auch einfach weglaufen. Was ist das jetzt? Todes Auge. Ja, das war's wieder mit Theoden. Und Tranduil steht hier und kann hier leveln. Ne? Der schießt ja alles über den Haufen. Und Legolas auch. Hey. Oh. Den Baumeister hat es auch erwischt. Krass, dass er überhaupt noch so die Möglichkeit hat, so viele Einheiten noch hier entgegenzuschicken. Mich wundert es auch, dass noch gar kein Ending oder so gekommen ist. Weil wir ja schon jetzt ein Stückchen im Spiel sind. Ich will nicht sterben. Was ist los?
Oh Gott, ja. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen jetzt. Da ging der Plan nicht ganz auf, hier mit Boromir und dem Horn. Schon wieder gestorben. Ey. Na, die Rohirrim machen dann halt auch nicht mehr viel alleine, ne? Die kosten 750, ne? Das Bataillon. Schon krass. Das ist schon teuer. Sowas wie eine Schleuder können wir ja noch platzieren, oder? Da kann er doch hier ein bisschen mal auf die Bogenschütze. Ah, hier kommt der Ending, okay. Ja, gut. Die alle Zählerfähigkeiten hier dabei. An sich sind die Aktionen, die er macht, ja auch nicht schlecht. Aber da kommt dann Legolas immer mit seinem Falkenangriff um die Ecke oder Tranduil mit seinem Todesauge. Ja, da bleibt von dem Bataillon halt auch immer nichts übrig. Stufe 2 und selbstzerstört, ja, stirbt jetzt ja. Hm. Ja, da machst du nichts. Das ist schon unangenehm. ...60 Truppen. Gut, beide haben gerade nicht so viel Truppenstärke hier, aber ja. Ja, Rohstoffe waren doch. Ja. I am no tree. Da haben wir Baumbart. Ja, und jetzt wird's gleich der Festung an den Kragen gehen. Beziehungsweise der Base. Mal gucken, ob er sich hier noch über eine gewisse Minutengrenze retten kann. Um hier vielleicht noch einen Punkt mitzunehmen. Ja. Hier, wenn Legolas die Falkenauge-Fähigkeiten hat, hat Tranduil Todesauge-Fähigkeit. Ja, das ist halt. Ja. Jetzt gibt es hier gar keine Einheiten mehr. Na, kommt hier jetzt? Kommt jetzt nochmal Boromir? Ja, Tatsache. Ja, da schubst sogar die Leute weg. Ist ja krass. So, gut. Und jetzt ist die Festung dran. Oh Gott, der Arme. Der kassiert wieder so und stirbt jetzt gleich wieder. Ah, nee, doch nicht, okay. Da gab's wenigstens noch die Heilung. So, hier sind wir auch nochmal am Start. Ja, gut, die Adler werden es jetzt auch besiegeln. Ja. Gutes Spiel auf jeden Fall. Aber damit steht es erstmal 1:0. Ja, nach meiner Uhr ging das jetzt so keine 25 Minuten. Knappe Kiste. So, und damit sind wir beim Rückspiel. Aragorn gegen Raptor. So, mal schauen. Oh, hier sehen wir die Orks. Das ist ja hochinteressant. Raptor hier in Rot hat sich für die Orks entschieden. Na, mal schauen. Und Aragorn hier wieder mit den Elben. Ja, das ist ja, da bin ich ja wirklich mal gespannt, was hier so geschehen wird. Die Orks sieht man ja wirklich sehr selten, auch schwer zu spielen. Also zumindest für mich. Ja. Gut, hier werden auch die Höhlen am Anfang platziert. Wird wahrscheinlich ähnlich wie bei den Zwergen sein, der netter Herr läuft jetzt hier nach irgendwo und baut dann eine Höhle und dort kommen dann hoffentlich alle Orks raus. Auf der Gegenseite wird ja ziemlich zeitig sogar die Kaserne platziert. Da kann noch gerade, wie es scheint, gar nichts produziert werden. Ja gut, bei 1000 Rohstoffen ist auch etwas knapp. Aber die ersten Schwertkämpfer kommen raus. Man braucht ja auch ein paar Ork-Bataillone hier, um
auch so eine Schwertkämpferhorde zu töten. Das ist schon so. Genau, hier auf der Map gibt es Waage, Orks und wahrscheinlich Troll. Genau, Trolle. Und das einmal gespiegelt. Gasthäuser hier und da. Genau, und die Schwertkämpfer machen sich schon auf. Mal sehen, ja, die erste Höhle. Vielleicht ist es ja noch ausreichend. Auch nach hinten platziert. Ach so, mit Spinnen, okay. Interessant. Sind die auch stark gegen Gebäude? Wahrscheinlich. Die sind ja auch flott unterwegs. Sind gut gegen Schwertkämpfer und gegen Bogenschützen. Wird schon klar gehen, denke ich. So, da gibt es Rohstoffe zurück. Dann kommen die ersten Orks raus. Vielleicht sind sie ja zeitig genug am Start, um hier. Oh, okay. Na, nee, dann wird diese Höhle wahrscheinlich auch fallen. Reißt die jetzt auch gleich weg? Oh. Nee, die lässt da stehen. Das tut schon weh. Die Kaserne auch noch. Die Orks, wie die hier rauskommen. Ja, die werden jetzt natürlich aber auch verlieren, ne? Die sind ja ein Schlag und die sind tot. Die sind schon Stufe 3, da muss man auf jeden Fall auch weiter produzieren auf der gegenüberliegenden Seite. Die Spinnen versuchen hier natürlich Schaden anzurichten. Die sind natürlich flott unterwegs. Aber wir gucken mal hier weiter zu. Okay, die Orks sind besiegt. Die Schwertkämpfer könnten sich ja jetzt heilen. Gehen sogar noch auf die nächste Höhle, das ist ja krass. Oder? Ja. Aber das werden sie wahrscheinlich nicht ganz hinbekommen. Aber die machen trotzdem extrem viel Schaden. So eine Gesundheit 1000? Also das ist ja nix. Wie viel hat denn so ein Malonbaum? 1200, wo? Ja, die Spinnen machen hier drüben gute Arbeit. Und die hier denke ich auch. Er versucht natürlich jetzt hier die ganzen Rohstoffgebäude immer wegzunehmen, damit hier gar nicht erst sich aufgebaut werden kann. Gute Idee, wenn er das mit dem Micromanagen. Ja, gut, hier unten anscheinend nicht. Na doch, könnte er sie noch wegziehen. Ein Stück. Ja, mache jetzt nicht so viel Schaden. Und wenn er dann halt hauptsächlich Lanzenträger und Bogenschützen ausbildet, funktioniert das ja dann leider auch nicht mehr. Aber dafür sind sie halt extrem schnell, ne? Ja, die Orks machen hier nichts, ne? Das ist schon ganz schön krass, dass die Orks dann doch so schlecht sind. Also hier diese Ork-Krieger-Bataillone. Ja, die Spinnen kriegen es auch nicht mehr hin, hier das den Malonbaum zu zerstören. Und wenn er die Einheiten gut micromanagt, dann kann er eigentlich all seine Rohstoffgebäude auch immer recht gut verteidigen. Und auf der anderen Seite muss er sich ja auch irgendwie verteidigen, weil sowas hier kann eigentlich alles abwehren, was zurzeit unterwegs ist. Einmal Bogenschützen, einmal Lanzenträger. Was sagen denn die Fähigkeitenpunkte? Ja, 2 zu 4, ja, das ist schon auch schon ein guter Unterschied. Fast 400 zu 200, ja, doppelte Anzahl an Truppen. Er geht hier halt wirklich immer auf die Rohstoffgebäude. Verliert ja aber unglücklicherweise wirklich alles. Da wäre das schon mit den Spinnen, ist er da schon besser unterwegs gewesen. Er muss halt den Punkt erreichen, wo er, ich glaube, dann mit Halbtroll-Plünderern oder so, Höhlentrollen oder Riesen arbeiten kann, weil dann, denke ich,
Ist das machbar? Aber ansonsten sind die gegnerischen Einheiten einfach zu stark. Hat er hier den Turm auch noch besetzt? Okay, ja, ich weiß gar nicht, ob er die schon gespottet hat hier. Also jetzt würde er sie ja wahrscheinlich sehen. Ja, jetzt hat er sie gesehen, okay. Ja, der wird natürlich alles darauf gehen. Gecreept wurde jetzt auch schon von Aragorn. Jetzt muss er halt schauen, dass er hier diese Spinngrube verteidigt. Aber das wird, ich glaube, nicht funktionieren. Durchgelaufen. Wir sind die Schwerter Loriens. Aber ich glaube, nur mit Orkhöhlen. Weiß ich nicht, ob das ausreicht. Ich lasse mich gerne überraschen, aber zurzeit ist doch die Felddominanz sehr bei Aragorn. Würde ich behaupten. Und auch rohstofftechnisch, truppentechnisch, ressourcengebäudetechnisch. Nicht stehen bleiben. Würde ich das auch so unterschreiben. Wenn die Düsterwald-Bogenschützen dazukommen, war es das natürlich komplett. Weil die rasieren ja alles. Wie kriegen die den Baum? Ich habe einmal geschossen. Ja, Orks halt, ne? Das ist halt schwierig. Würde mir nichts einfallen, was man hier anders machen könnte. Ich glaube, Raptor merkt schon, dass es hier langsam eng wird. Überall gegnerische Einheiten und dann auch noch gut gelevelt. Alle Stufe 2, 3 oder 4. Ja. Jetzt haben wir hier den Ork-König. Boah. Macht denn das Ding? Okay, doch. Ich dachte gerade, die machen vielleicht noch. Stiften noch Verwirrung oder so ein Kram. Lässt er den aufsitzen, damit er hier drüber reiten kann? Ja, eigentlich keine schlechte Idee, ne? Weil ich glaube, das überlebt er jetzt nicht. Ja, nee, macht er nicht. Ja, doch, mit 0 HP überlebt. Ja, weiß ich auch nicht, wo er jetzt hinläuft. Ja, machst du nix. Trotzdem gut gespielt. Und damit steht es 6:0 für Aragorn gegen Raptor. Da bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns wieder bei den nächsten Runden.